Hi, ich bin's wieder, eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen aufgeregt über das heutige Video. Und zwar werde ich mich heute bei YG Entertainment für die Audition anmelden. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals so ein Video machen werde, beziehungsweise es überhaupt mal mache. Und ich mache es wirklich nur für euch, weil ich weiß, viele von euch sind so sehr daran interessiert, sich bei irgendeiner Audition zu bewerben, aber zum Beispiel nicht wissen, wie es geht oder was sie machen sollen, was sie brauchen, dies, das. Und deswegen mache ich dieses Video hier für euch hier. Und ja, Leute, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video hier. So, ich blende euch mal die ganzen Bilder hier ein, meine Bildschirmaufnahme. So, es gibt ja eine Seite auf Instagram und zwar heißt sie YG Audition, hat so einen blauen Haken, das ist sehr wichtig. Das heißt, dass genau die Seite wahr ist und alle anderen sind falsch. Deswegen könnt ihr der Seite hier vertrauen, was sie sagt. So, und sie hat am 25. Mai gepostet, dass es eine Global Online Audition gibt. Und hier steht zwar vieles auf Koreanisch, aber man kann es trotzdem verstehen. Also hier sieht man www.yg Audition und dann whenever, whoever and wherever. Das heißt, egal ob ihr Asiate seid, ob ihr, was weiß ich, irgendeine andere Nationalität, Europäer, es ist egal wo ihr wohnt, ihr könnt euch bewerben und zwar jederzeit und überall. So, und dann haben die einmal so eine Website, da gehe ich mal drauf. Und wenn ihr erstmal auf der Website seid, dann steht erstmal vieles auf Koreanisch. Deswegen müsst ihr hier einmal hingehen und Englisch drücken. So. Und dann steht hier auch schon direkt Apply Audition. Please follow guideline when you fill in application form. We appreciate your interest and attention. So. Category Vocal, Rap and Dance. Also Gesang, Rap und Tanz. Gender All. Age 1920 bis 2020. Also, die sagen zwar, jeder kann sich bewerben, egal wie alt ihr seid, angeblich 1920, aber ich denke jetzt nicht, dass sie wirklich so eine 60-jährige ältere Dame suchen. Also ich denke schon, die haben da deren Limit. So, dann geht ihr einmal auf Apply Audition. Ich mach's auch zum ersten Mal, ne? So, dann steht da erstmal Invalid Access, weil ihr euch erstmal einloggen müsst. Und wenn ihr noch kein Konto habt, was ich denke, dass ihr noch nicht habt, dann geht ihr einmal auf Registrieren. Und dann registriert ihr euch ganz normal, wie ihr es auch sonst auf irgendeiner anderen Website machen würdet. So, Nationality, also Nationalität, Other Countries. Dann einmal Select, ich bin Vietnamesin, das trage ich mal jetzt ein. Vietnam. So, und danach füllt ihr einfach nur Name, Geschlecht, Date of Birth, Kontaktinformation, E-Mail, Passwort, dies, das. Also ganz normal, das werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil es privat ist. Aber ihr schafft das schon, ich glaube an euch. So, okay, also ich habe jetzt alles ausgefüllt und ihr müsst euch danach nochmal einloggen. Was ich euch bei der Registrierung sagen kann, ist, achtet bitte auf euer Geburtsdatum, weil bei denen ist es nicht wie bei uns, dass zuerst der Tag kommt, dann der Monat und dann das Jahr, sondern bei denen ist genau andersrum. Also erst das Jahr, Geburtsjahr, dann der Monat, dann der Tag. Das habe ich am Anfang falsch gemacht und dann konnte ich mich nicht registrieren, deswegen musste ich jetzt eine andere E-Mail nehmen. Und ihr bekommt, wenn ihr eure E-Mail eingetragen habt, nochmal einen Code, den ihr eingeben müsst, damit ihr die E-Mail nur einmal benutzen könnt zur Registrierung sozusagen. So, nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr euch nochmal mit den Daten, die ihr gerade ausgefüllt habt, einloggen, dann auf Apply Audition gehen und ich hoffe, jetzt klappt alles. Yay, ich glaube, es hat geklappt. So, dann kommen wir wieder zur vorherigen Seite. Ich klicke jetzt Agree, I agree, dann Next. So, da kommt einmal Personal Information und dann geht ihr nochmal drüber, ob alles richtig ist. E-Mail, Telefonnummer, ist das. Dann macht ihr Next. So, und dann Audition Category. So, machen wir Vocal und Rap. So, dann müsst ihr nochmal eure Adresse und alles eingeben. Das ist natürlich auch privat. So, Hobbys und Speciality. So, also ich habe jetzt meine ganzen Referenzen eingegeben. Zum Beispiel damals, als ich im Fernseher war, 2017 bei Service Dessous Models beispielsweise. Oder meine ganzen Model-Rezensionen. Ich habe einfach alles eingegeben und Zeitschriften, Shoots und all das. So, und dann klicke ich nochmal auf Next. So, jetzt wird's interessant. Also, ihr braucht einmal Profile Photo, please attach von Face Photo without Filter App. Ist ja immer so. Attach Pictures, please attach your
Front Face, Upper Body, Full Body. Okay, also ich wollte es für euch machen, aber irgendwie wird hier ein bisschen viel verlangt, was ich gerade nicht habe, sondern auch extra drehen muss. Okay, also ich erkläre es euch erstmal. Ihr braucht ein Bild und zwar das erste Bild ist von eurem Gesicht, von eurem vorderen Gesicht. Also wie ihr direkt in die Kamera schaut und zwar ohne Filter, ohne App natürlich, ne, bei gutem Licht. Tageslicht optimal. So, als zweites braucht ihr dann auch noch ein Bild von eurem ganzen Körper. Und das auch ohne Filter und ohne Bearbeitungs-App. Ist ja klar, also bei Models nennt man das Polaroids und meine sind ein bisschen älter. Die sollten wirklich aktuell sein, weil YG möchte wissen, wie ihr jetzt aussieht. Und selbst wenn die Bilder wirklich nur einen Monat her sind, würde ich sie wirklich nochmal machen. Weil in einem Monat kann sich auch viel ändern. Also meine Haare wachsen schon in einem Monat sehr viel. Deswegen ein Tipp, was ich euch geben kann, zieht das an, worin ihr euch wohlfühlt. Aber jetzt zum Beispiel nicht sowas, was ich gerade anhabe, weil da sieht man den Körper nicht so gut. Also am besten ganz basic, also Jeans und ein Top oder ein Hemd, whatever, wo man eure Figur gut sehen kann. Und natürlich muss auch gutes Licht sein. Also bei Tageslicht wäre optimal. Fragt am besten eure Freunde oder eure Eltern, ob sie ein Foto von euch machen. Seid ganz natürlich vor der Kamera. Keine Bearbeitungs-App. Das ist nämlich wichtig, ne? Bearbeitet nicht, weil sonst steht ihr vor denen und die denken sich so, okay, wer bist du? Weil auf dem Foto sahst du aber anders aus. Und das wollt ihr natürlich nicht. So, und dann kommt es schon zu eurem Talent, wo ihr euch beweisen müsst. Und zwar müsst ihr da Videos senden. Einmal Vocal-Rap, also wo ihr singt, beziehungsweise auch Rap. Ihr dreht euch zur Kamera. Es muss gutes Licht sein, also genau dieselben Voraussetzungen wie bei den Bildern auch. Und das Ganze muss innerhalb von eineinhalb Minuten geschehen. Dann einmal Dancing, da müsst ihr einmal ein Video hochladen, wo ihr tanzt, wo man euren ganzen Körper sehen muss, auch wo gutes Licht ist, damit man euch sieht und das auch innerhalb von eineinhalb Minuten. So, und dann, das hier bin ich mir noch unschlüssig, was das genau bedeutet. Also ihr sollt euch selbst introducen, also selber vorstellen. Ich denke, ihr könnt zum Beispiel sagen, hi, ich bin Melissa Ming, bin aus Deutschland, also auf Englisch jetzt, hi, I'm Melissa Ming, I'm from Germany and today I want to apply for YG Audition. Irgendwas davon, ganz kurz und dann müsst ihr dann euren ganzen Körper zeigen. Also ich, was ich immer bei meinen Model-Videos bzw. Polaroids auch mache, ist, dass ich auch mein Seitenprofil zeige, damit die halt alles von dir sehen, damit die auch wissen, wie du von der Seite hier zum Beispiel aussiehst. Also ich würde es extra machen, das kommt irgendwie professioneller rüber, deswegen empfehle ich euch das. So, okay, dann lade ich mal ein paar Dinge von mir hoch. Okay, also Polaroids habe ich nicht, die muss ich jetzt gleich machen und Self-Introduction-Video auch. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns später, was ich alles nicht für euch mache, Leute. So, ich habe jetzt alles fertig. Eigentlich musste ich nur die Bilder neu machen. Die Videos hatte ich alle schon parat. Bei den Videos war das so, dass ich alle zusammengeschnitten habe in eins, außer das Vorstellungsvideo. Da habe ich ein separates Video verschickt. Weil ihr könnt bei dem einen File, vielleicht ist das auch nur bei mir so, nur eine Datei hochladen und jetzt nicht drei. Deswegen habe ich Dancing, Singing und Rap in einem Video verpaart. Also sozusagen, dass es durchläuft und das halt eineinhalb Minuten lang. Es hat alles gut geklappt, ich konnte alles hochladen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lang kann, weil ich habe eigentlich immer Probleme mit Bildern und Videos hochladen. So, und dann kommt ihr einmal zur Übersicht, YG Audition. Boah, das sieht voll cool aus. Ich zeige es euch aber nicht, weil da stehen so private Informationen drin, deswegen. So, und dann könnt ihr nochmal alles überprüfen. So, da sind auch nochmal eure Bilder und eure Videos zu sehen. Und dann steht da als rot markiert Final Apply. Okay, Leute, wir machen zusammen, okay? Eins, zwei, ah, oh mein Gott! Ich habe mich wirklich angemeldet. I can't believe it. So, es ist geschafft, Leute. Ich hatte anfangs ein bisschen Probleme, als ich auf dieses Apply Application, also auf die Application abgeschickt gedrückt habe, ging das die ganze Zeit. Ich glaube, eine halbe Stunde saß ich da und dachte mir so, warum kann ich es nicht abschicken? Und dann habe ich einfach die ganzen Videos und Bilder nochmal gelöscht und dann nochmal neu hochgeladen und dann ging alles. Also, wenn ihr dasselbe Problem haben solltet, dann macht es einfach wie ich. Dann funktioniert es hoffentlich. So, hier ist meine fertige Bewerbung und dann könnt ihr immer ab und zu mal vorbeischauen, ob es was Neues gibt. Ihr findet das unter dem Punkt My Application History und dann steht da nochmal Audition Name. Ich mache euch mal einen Screen. So, ich blende euch das mal jetzt hier ein. So, und dann könnt ihr da sehen, zum Beispiel Confirm Application. Da könnt ihr nochmal eure Bewerbung anschauen und Results. Wenn ihr auf Results drückt, dann steht da, dass
eure Ergebnisse euch erst im Nachhinein, also später mitgeteilt wird. Ja, aber wie gesagt, mir schön und gut. Ich habe es jetzt wirklich nur für euch gemeint, weil ich weiß, viele von euch, die auch ein bisschen jüngere sind, die wissen nicht wirklich, wie man das Ganze angeht. Und ich hoffe, mit diesem Video hier konnte ich es euch besser erklären. So, ich kann euch eins sagen. Ihr könnt euch gerne bewerben, wie sie auch gesagt haben. Egal wie alt ihr seid, woher ihr kommt, whatever, es zählt nicht. Aber ich sag euch eins, Leute. Überlegt euch wirklich gut, ob ihr es wirklich wollt. Es gehört wirklich viel, 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 viel mehr, ein K-Pop-Star zu sein, als nur ein bisschen gut aussehen, ein bisschen tanzen, ein bisschen singen können und ein bisschen rappen können. Echt, das ist viel, viel tiefgründiger. Ich habe meine eigenen Gründe, weshalb ich nicht zu einer Audition gehen würde aus Korea. Und mich fragen so viele in den Social Medias, warum ich denn nicht ein Trainee werden möchte. Wenn ihr wirklich was auf die Beine stellen wollt und an euch selbst glaubt, gibt es wirklich auch andere Möglichkeiten als nur YG Entertainment. Aber Leute, es ist ja nur meine Meinung. Ihr könnt euch trotzdem bewerben, ob bei YG oder SM Entertainment oder Big Hit oder whatever. Macht es, wenn ihr Lust drauf habt und wenn ihr denkt, dass ihr wirklich das Zeug dazu habt. Ich persönlich würde nur zu YG Entertainment bzw. zu einem anderen koreanischen Entertainment gehen, wenn ein individueller Vertrag, ein Künstlervertrag vereinbart wird. Wobei ich sagen muss, dass das wirklich auf die wenigsten von euch zutreffen wird. Und ja, Leute, das war's schon mit meinem Video. Ich kann nicht glauben, zu was ihr mich drängt, dass ich mich wirklich bei YG Entertainment angemeldet habe, damit ich euch die Bewerbung besser erklären kann. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch, dann subscribe. Nicht vergessen, macht die Glocke an, um nicht zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, um ebenfalls nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, für diejenigen, die sich angemeldet haben, viel Glück und wir sehen uns das nächste Mal.